Ja, hier in Mölln, da stand einmal eine Linde. Ja, hier in Mölln, da standen mal viele Bäume. Die Bäume werden bald nicht mehr da sein, weil viele Leute wollen viel Beton. Ja, viele Bäume werden bald nicht mehr da sein, denn der Stadtrat und viele wollen nur Beton. Betonköpfe. Ich möchte jetzt gerne den Narrenspiegel machen bei uns. Und was steckt dahinter? Was ist das für ein Konzept? Ja, der Narrenspiegel ist erst einmal eine Erfindung vom Urgestein Paul Carstensen, dem Gründer der Freien Möllner Wählergemeinschaft. Man muss ja irgendwo mal seinen Anfang nehmen, so eine Geschichte. Und das war Paul Carstensen. Der Narrenspiegel, der ganz im Sinne Tills, im Geiste Tills, Missstände aufdeckt, den Menschen den Spiegel vorhält. Ja, ein Kapitalist. Kabarettist ist. So. Also im Sinne Tills heute agieren. Das mache ich jetzt seit 25 Jahren eigentlich. Und zu RCT Mölln, ja, weil ich auch schreibe und irgendwann verbindet man ja Sachen von der Bühne aufs weiße Blatt Papier. Hab ich gedacht, vielleicht kannst du das übertragen. Muss funktionieren. Hat auch funktioniert, schreibt ja sehr viel. Ihr Narrenspiegel. Inzwischen glaube ich selber dran. Manchmal stecken wir Menschen ja auch in den Funktionen und wir sind voller Fehler behaftet. Und manchmal ist es auch wichtig, die Fehler nicht aufzudecken, aber zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass man auch andere Wege einschlagen könnte, ohne dass es gleich als Fehler gesehen wird. Politik ist ein schwieriges Feld, Gesellschaft ist ein schwieriges Feld. Und da ist es wichtig, dass das Ganze auch mit Humor begleitet wird und auch satirisch offengelegt wird. Denn nur wenn man lacht und über etwas, dann glaube ich, lassen sich Probleme leichter bewerkstelligen. Wir haben ja. Nein, meine Damen und Herren, ich sage jetzt ganz im Sinne von Till, ist alles vom Arsch. So. Heute applaudieren. Ihr Narrenspiegel Nummer 9. Jetzt. Nass. Nun, nach neuestem gibt es ja Veranstaltungen wie Mölln rockt den Kurpark. Also so, I lost some tonight. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? Okey skokey, okey skokey, okey skokey, okey skokey. Ah, oh, little Africa. Nun, Louis Armstrong werden wir nicht mehr in den Kurpark bekommen, aber letztes Jahr immerhin Bill Ramsey. Und das war schon super. Nun, wie gut, dass es nicht heißt, Mölln verzockt den Kurpark. Narrenspiegel, Folge 8. Schwampf. Möbelwagen. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky im Whisky-Mixer. Herr von Hagen ließ sie fragen, wie viel Kragen er getragen in der Hauptstadt Kopenhagen. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Von und mit mir, Detlef Rohmey. Heute Eulenspiegelfestspiele. Theater. Hier sein oder nicht hier sein? Das ist hier die Frage. So, auch wenn ich, was das Thema Eulenspiegelfestspiele angeht, ja in Mölln als sittenwidrig verschrien bin, möchte ich dennoch mein Meinungsbild wiedergeben. Gefragt wird man eh. Und zwar eines, das recht einfach aussieht. Dem Narrenspiegel sind die Festspiele daher wichtig. Sehr wichtig. Weit wichtiger als das geschäftliche Gesellschafterdasein, welches allein darauf beruht, Gesellschafter zu sein. Doch was wären die Gesellschafter ohne Narren? Nichts. Nichts. Gesellschafter und geschäftsführende Gesellschafterinnen kommen und gehen. Wie Bürgermeister und Stadträte. Was bleibt, sind allein die Narren. Wie Till Eulenspiegel und all seine Kinder. Seelen, die es ihm gleich tun. So will ich es nun mit Wort und Mimik verkünden. Ein Mölln ohne Festspiele ist ein totes Mölln. Ein Mölln ohne Gesellschaft, der geht hingegen locker weiter. www.eulenspiegelfestspiele.de und Karten ab jetzt online buchen. Auf jeden Fall. Und den Narren suchen. Bringt auf jeden Fall alle zur Aufführung bei den Festspielen im August einen Spiegel mit zur Aufführung. Denn das ist es, was der wahre Till uns zeigen will, wollte.
und keinesfalls ein schnöder Schlüsselanhänger, ein Autoaufkleber und Touristenjeck zum Erzielen von Profit. Mein Spieglein spielen an der Wand. Bei RCT Mölln bist du der richtige Zuschauer im Land. Wie kann es sein, dass ihr Geld ausgibt, das ihr nicht habt? Ihr könnt doch kein Geld ausgeben. Mein Gott, wir haben das Geld nicht. Woher soll das Geld kommen? Für eine Südumgehung 15.000 Autos, die Prognose. Aber wer sagt denn, dass die 15.000 Autos nun genau hier fahren wollen? Und wo wollen die hin? Nach Gudow, nach Lehmrade, auf dem Campingplatz? Das ist doch jetzt schon kein Platz mehr. Oder sollen die dann alle den Gudower Weg runterfahren? Oder kommen die 15.000 von rechts hier hoch? Oder kommen sie von... Also ich bin... Aber wir haben ja Geld. Herr Engelmann, das wissen Sie gar nicht. Die SPD hat Geld und die CDU, mir wird ganz heiß bei Herrn Kühl, der hat Geld. Wir haben alle Geld. Ja, wir haben Geld. Ach, wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben nichts, haben wir. Wir haben gar nichts. Dieser ganze Wald fällt weg. Und noch Waldgebiete woanders. Damit 15.000 Autos hier durch Mölln juckeln können. Machst du viel Prognosen, geht meistens alles in die Hosen. Anders lässt sich das nicht mehr sagen. Der Narrenspiegel. Ein satirisch geschnetzeltes Mölner Meinungsbild. Von mir, Detlef Romay. Leer kommt nicht von Leeren. Denn was lehrt uns die Lehre eines leeren Geschäftshauses in Mölln? Es war einmal voll. Heute muss man volltrunken sein, um aus einer Leere etwas Volles zu machen. Und volles Wille, also Volkes Wille, will keine Leere in Mölln. Doch sie sieht bei 20 Stundenkilometer Innenstadttempo nicht nur die Leere in den Auslagen, nein, sie sieht auch die Leere auf den Bürgersteigen, die wiederum voll von Dreck. Sie liest etwas über die Leere in den Köpfen derer, die voll von Ideen waren, wie man grüne Wiesen voll macht. Und wie man Leerstand steuerlich absetzen kann. Mölln wird für tot erklärt, so mein Gedanke. Jeder könnte von nun an Mölln pflegen oder in Pflege geben. Dies schafft eine Menge Arbeitsplätze, ja, bei den örtlichen Gärtnereien. Arbeitsplätze, die bei Hertie und vielen anderen Geschäften von ihrem lebendigen Einsatz befreit worden sind. Die können sich nun vermehrt um die Flora und Fauna in der toten Stadt Mölln bemühen. Und eine tote Stadt könnte einmal so richtig besichtigt werden, ja. Einige Autohäuser sind schon tot und ein Idiot ist der, der denkt, dass die neue Südumgehung dafür sorgt, dass wenige Besucher die tote Innenstadt durchqueren, so sie denn weiterhin im Beerdigungstempo durch die Innenstadt rollen. Man vergesse nicht, dass auch eine tote Stadt sensationslüsterne Touristen lockt. Auch das Elend wird allzu gern fotografiert. Auf das Grab meiner Großmutter dort hinten, denn da weiß ich, dass sie tot ist. Ob eine Beleuchtung wirklich zu mehr Umsatz bei den Geschäften führt, das wage ich zu bezweifeln. Da fallen die Kinder, da ist grüner Schlick drin. Oh ja, hast du es gefilmt? Deine Hose wird nass. Rutsch nicht aus. Oh, Narrenspiegel Folge 9. Oh, well, bless my soul, what's the problem with me? Mölln verzockt den Kurpark. Und ich krieg einen nassen Arsch. Hast du schon. Willst du mal die Welt verändern? Verändere dich selbst. Willst du hier in Mölln was ändern? Verändere deine Idee. Willst du den Stadtrat ändern, dann gehe nächstes Jahr wählen. Nun, apropos Holland. Vielleicht bewirbt sich ja demnächst Johannes Heesters als Bürgermeister in meiner Heimat. So hätten wir nicht nur den Till als Attraktion, sondern auch den ältesten Bürgermeister der Welt, 106. Der ist zwar nicht mehr schön anzusehen, aber er ist dann wenigstens der erste Bürgermeister der Welt, der ein Spiegelbild seiner Stadt ist. Mittelalterlich, grauslich schön. Natürlich, wie heißt es bei ihm? Dann geh ich ins Stadthaus, regier in Saus und Braus und duze alle Räte und wohnen alle Drähte. Wie ist das schön in Mölln, viel schöner als in Köln. Der Narrenspiegel, ein satirisch geschnetzeltes Mölner Meinungsbild. Heute Firma Boris Irgendwann
gegen Steffi Kühl. Boris Engelmann gegen Steffi Kühl. Spiel, Satz, Sieg. Das müssen die Möllner sich im Rat. Da müssen wir mal gucken. Im Rat. 147. Stelle. Wo stehen wir in Mölln? Wir stehen an Stelle 1637 in der touristischen Szene. Nein, nein. Wir müssen mindestens hin zu 148. Wir wollen David. Wir wollen Kevin nicht überholen. Es reicht, wenn wir 148 schaffen. Den ersten Platz, den überlassen wir immer noch den Tennisspielern. Ich kann nicht mehr, ich bin fix und alle. Spielt ihr mal Tennis. Als CT sitzen Sie auf jeden Fall in der ersten Reihe. Mit Ihrem Arsch, um es mal in Worten von Till zu sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Narrenspiegel. Ja, recht nass.